ja, Mahlzeit und willkommen bei einem neuen Video hier auf diesem wunderschönen Kanal. Und diesmal geht es ins Reich der Hölle nach Doom. Und ich habe mir mal was gegönnt, war im Comic Cave in Hamburg an dieser Stelle. Schöne Grüße an das gesamte Comic Cave Team. Ihr macht einen super Job. Ich hoffe, ich kriege irgendwann mal meine Motu Origins und da freue ich mich schon tierisch drauf, schon seit Monaten auf meine ganze Vorbestellung, und ich hoffe, es ist irgendwann soweit, dass ich sie dann halt bekommen kann. Ja, wie gesagt, schöne Grüße an das gesamte Comic Cave Team in Hamburg. Bombenjob. Ihr seid spitze. Super Laden auch, natürlich, ganz klar. Achso, ja, wer mal einen Laden unterstützen will, der ist auf jeden Fall beim Comic Cave bestens bedient oder bestens beraten, heißt es ja. Aber darum soll es ja nicht gehen. Einzelhandel muss sowieso in dieser Zeit bestens unterstützt werden. Keine Frage. Bevor alles den Bach runtergeht, sollte man da doch mal den Einzelhandel aufsuchen und dort das ein oder andere Produkt käuflich erwerben. Aber in dieser Folge geht es heute um diesen Knaben hier. Um den Marauder oder Marauder. Lassen wir erstmal eine Runde drehen. Ja, Doom. Was kann man sagen zu Doom? Eigentlich nichts. Ich habe keine Ahnung. Uppala, da wackelt er. Und davon jede Menge. Ich habe mit Doom tatsächlich nichts am Hut, finde aber die Figur phänomenal. Allein vom Design. Also das Einzige, was ich mit Doom zu tun habe, ist... hier ist er. Ist der Film. Doom kam raus 2005 schon wieder 15 Jahre, ja, Wahnsinn. Den habe ich damals tatsächlich im Kino gesehen. Und ja, kannst du gucken. Ja, kannst du gucken. Aber wie gesagt, es geht ja hier heute um die Figur und nicht um den Film. Wir lassen ihn mal kurz nochmal noch. Auch phänomenal, das ist, ich weiß gar nicht, ob das ein neues Verpackungsdesign ist von McFarlane, dass die richtig schön geil bedruckt ist mit Produktfotos. Das sind also keine Zeichnungen, das sind also Fotos von der Figur, soweit ich das jetzt hier sehen kann. Also herrlich, toll. Ja, ist eine neue Figur, 2020 rausgekommen. Ja, ich weiß, es gibt schon seit einiger Zeit einige Reviews, auch die viele amerikanische oder englische YouTuber haben die Figur schon ausgepackt, das ist schon ein paar Monate her. Aber hier in Deutschland ist die Figur einigermaßen relativ neu, würde ich sagen. Ist noch nicht so lange erhältlich. Ja, aber was gehört zu Doom? Doom ist blutig, Doom ist dreckig, Doom ist düster, Doom ist brutal. Dazu gehört auf jeden Fall ein kühnes Blondes. Das machen wir jetzt mal auf. Gönnen wir uns mal ein bisschen Bier. Ja, Doom. Den nehmen wir mal hier kurz weg. Was kann ich sagen zu Doom? Ich weiß, das ist ein Computerspiel. Ich habe damals das tatsächlich auch mal gespielt. Das muss so in der Zeit gewesen sein, als der Film so rauskam. Da hatte ich mal ein Spiel gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals mal gekauft hatte oder mal geliehen hatte. Jedenfalls habe ich das mal gespielt. Ich kann allerdings nicht sagen, welcher Teil das gewesen ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, das war irgendwie... Ich spiele das aus dem Mars-Mond oder so Mars-Station oder irgendwie sowas. Das weiß ich nicht. Was auch jetzt hier geändert wurde, ist beim Film zum Beispiel... gibt es keine Höllendämonen oder Höllenmonster, sondern es gibt hier menschliche Mutanten, die irgendwie so eine Station hier bevölkern. Auch ganz cool gelöst ist bei diesem Film ist diese Ego-Shooter-Perspektive, was ja im Spiel ja eigentlich ja, gang und gäbe ist. Und Doom ist ein recht erfolgreiches Spiel, nicht nur gewesen, sondern auch immer noch. Und es gab jahrelang, erstmal Prost hier, es gab jahrelang keine Fortsetzung, bis es 2019 einen zweiten Teil gab. Der wurde aber auch mehrere Monate verschoben, weil dort ein bisschen nachgebessert worden war wegen den ganzen schlechten Effekten oder halt generell. Ich habe mir den Trailer mal angeschaut, zum zweiten Teil, und muss sagen, das Ding sieht aus wie so ein Film aus den 90ern. Also, ja,
Man kann es gucken, muss man allerdings nicht. Genauso wie bei diesem Film hier. Also, wenn man mal 5 Minuten lang mal auf Klo gegangen ist, um ordentlich einen abzuseilen und wiederkommt, da hast du nichts verpasst. Also, es ist eine 0815 Ego-Shooter-Story mit irgendwelchen Monstern und ein Klischee reiht den nächsten an. Naja. Also, wer einen Blick riskieren will, kann es machen. Doom ist auf jeden Fall für Doom-Fans empfehlenswert, aber für die ganz normalen Filme-Gucker oder Filmfans wie meiner einer, ist das so ein Film, ja, da machst du nichts erklärt. Das kann man zwischen Frühstück und Mittagessen ganz gut gucken, solchen Tagen. Ja, nur mal kurz gucken, wie spät das ist. So, packen wir mal die Flasche mal weg, bevor sie umkippt und ja. Also wie gesagt, jetzt geht es um die Figur. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Hier ist mit der Schärfe. Neues McFarlane-Design. Sehr schön, dass das Artwork hier in diesen Blister hier reingeht. Sieht man ja wunderbar schön. Das ist echt eine herrliche Figur. Also schöne Grüße an Marc. Wenn du das nicht schon getan hast, dann hol dir diese Figur. Und an dieser Stelle schöne Grüße. Auch an Jannis unbekannterweise. Wer mal ein bisschen Nerd-Talk sehen und hören möchte, außer meiner einer, ist beim Comic Toy Hunter bestens beraten und auch bedient. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag, genau, gibt es immer eine neue Folge. Gruß aus der Küche und am Sonntag den Cave Talk. Bald die 50. Folge. Ja, da hoffe ich ja mal, dass ich irgendwann auch mal zu Gast sein darf. Wie gesagt, hier diese Figur. Marc hat ein ganz ambitioniertes Vorhaben. Er möchte dieses Jahr noch tatsächlich die 4000 Abos knacken. Also wer es noch nicht getan hat, liebe Leute, lasst mal ein Abo da beim Comic Toy Hunter. Einfach mal eine Suchleiste mal eingeben und ihr werdet fündig. Super. Tolle Videos, immer schön anzusehen, auch lustig, immer flockig vom Hocker weg. Da werden auch verschiedene Themen immer angesprochen. Ja, meistens sind es natürlich Comic-Figuren oder Comic-artige Themen, aber sonst wunderbar Nerd-Talk vom feinsten per excellence. Und wer es noch nicht getan hat, der möge doch da bitte mal ein Abo dalassen. Und wer es noch nicht getan hat, der möge auch bei diesem Kanal ein Abo dalassen. Ganz vergessen zu sagen. Natürlich liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Ja, wie gesagt, schöne Grüße an nochmal das gesamte Comic-Cave-Team. Allein die Figur in dieser Verpackung ist schon eigentlich genial. Ja, aber wie gesagt, nicht lange schnacken, auspacken. Also ich muss schon ehrlich sagen, das ist ein Brocken. Also ist recht schwer. Na, also, das ist Wahnsinn, diese Details. Also, für eine knapp 30 Euro Figur, also natürlich weniger als 30 Euro, durch den entsprechenden Mehrwertsteuerrabatt, sind die Details echt genial. Ich mache nachher am Ende des Videos nochmal ein paar Detailaufnahmen, das ist schon echt geil. Die Gelenke gehen auch recht schwer, so soll es da teilweise auch sein. Damit sie dann natürlich man auch entsprechend posen kann. Die geht echt schwer. Das ist ja Wahnsinn. Hier oben der Schulterpanzer, sage ich jetzt mal. Ne? Also hier dieser Schulterpanzer. Achso, ganz vergessen so ein bisschen. Das ist wie gesagt ganz klar die Figur. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es mit der Schärfe ist. Ich muss erst mal gucken. Ganz klar die Figur aus der Verpackung. Und dann diese Hörner hier. Das ist schon echt geil. Und diese Schulterpanzer, die lassen sich so ein bisschen nach oben klappen, damit ich die Arme natürlich dann halt ausbreiten kann. So praktisch, ich sag jetzt mal in T-Form. Aber sonst. Und die Fußgelenke, kann man die auch ein bisschen bewegen? Ja, gut, da hier ist so ein bisschen. Durch diese Schienbeinschoner, keine Ahnung. Die Beine lassen sich natürlich auch entsprechend bewegen, wie man es halt bei McFarlane ist. Der Oberkörper lässt sich komplett nach 360 Grad tatsächlich vor, zurück, zur Seite, ja.
Und hier unten. Naja. Er hat tatsächlich hier noch so eine Art, ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Wie gesagt, ich mache nachher mal ein paar Detailaufnahmen. Auf jeden Fall dranbleiben. Er hat hier, ich mache es mal kurz mal so, hier unten an dieser Seite, ich hoffe, das sieht man. Das ist so eine Art Patronengurt. Kann man das sehen? Ne? Obwohl er eigentlich keine Waffe in dem Sinne natürlich dabei hat. Er hat auf jeden Fall... Oh, die Axt ist herrlich. Die Axt ist richtig geil. Die ist mal richtig nice. Diesen Totenkopf da drauf und dann diese eingearbeiteten Abplatzungen, und das ist, sieht aus, wenn die natürlich schon öfters gebraucht worden ist. Und hier, das ist natürlich, das ist so ein bisschen gummiartig hier, kann man ein bisschen bewegen. Das tatsächlich, das tatsächlich auch. Naja, ist so ein bisschen gummimäßiges Material. Tatsächlich. Ist alles etwas leicht biegsam. Ist das jetzt. Das kann ich gar nicht sagen, was das für Material ist. Ob das noch Plastik ist oder ob das irgendwie so ein Gummi, so ein festes Gummiding ist. Aber nichtsdestotrotz, durch diese. Jetzt sieht man das so ein bisschen hier. Da dieser Totenschädel und dann diese. Abgeranzten Ecken, wie gesagt, die Axt sieht schon und generell badass aus. Ja. Den Kopf, den kann man natürlich auch dementsprechend noch bewegen, leider natürlich halt nicht so wirklich zur Seite, nach vorne, nach hinten. Das ist natürlich geschuldet durch das entsprechende Design hier. Oder kann ich den Kopf bewegen? Ja, ich will ja auch nichts kaputt machen, ne? Aber ja, schon echt geil. Die Gelenke hier bei McFarlane waren immer ein kleiner Kritikpunkt, den ich immer hatte, weil ich hatte ja schon einige McFarlane-Figuren ausgepackt. Und zwar die Animated Series, Batman, Superman und Green Lantern, und da gefiel mir gerade beim Batman die Gelenke dort nicht. Da waren die Beine ein bisschen zu lapprig und man musste die Figur extrem wirklich ausbalancieren, damit sie überhaupt steht, selbst auf dem Ständer. Apropos Ständer, der ist natürlich auch dabei, schön mit dem Doom-Schriftzug und hier oben so ein Pinökel, damit man wenigstens einen Fuß positionieren kann, damit die Figur nicht umfällt. Aber ich bin der Meinung, ich hole mal kurz das Ding hierher, bin der Meinung, die Figur, die steht auch so. Genau. So. Jetzt dreht er. Wie gesagt, es kommen nachher noch ein paar Detailaufnahmen. Da gehe ich ein bisschen dichter mit der Kamera natürlich halt ran, aber erstmal kann man das Ganze natürlich ein bisschen drehen lassen. Was mir auf jeden Fall gefällt bei dieser Figur ist, in Amerika kosten die Dinge immer $20. Also umgerechnet auf jeden Fall weniger als 20 Euro. Okay, wenn man dann noch Versandkosten und eventuelle Zollgebühren noch einkalkuliert, dann wird es teurer, als wenn man die jetzt hier direkt in Deutschland kauft. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Figur erfolgreich ist und recht schnell ausverkauft wird. Und ausverkauft ist demnächst. Wie gesagt, es gibt sie schon eine Weile hier in Deutschland. Aber ich habe sie letztens tatsächlich durch Zufall im Comic Cave entdeckt. Das war mal abends mal da gewesen. Die Jungs und Mädels waren da sehr fleißig am Verpacken und mir fielen beinahe die Augen raus, was ich da gesehen habe. Ich habe die dann wirklich spontan mitgenommen. Und ich finde das Figurendesign richtig geil. Also es hat so ein, wirklich so ein bisschen so ein Fantasy-Kram halt, ne? So Herr der Ringe oder der Hobbit, da gab es auch so eine Badass-Typen, die Orks beispielsweise, ne? Oder Sauron, Saruman. Man könnte echt jetzt vermuten, wenn man es nicht anders wüsste, das ist so ein Herr-der-Ringe-Teil. Ne? Aber ist er ja nicht, ist ja auch so ein Spiel. Aber nichtsdestotrotz, trotzdem die entsprechenden Details, herrlich. Herrlich. Also wenn man jetzt mal guckt, hier an der Seite beispielsweise, hier dieses... Der Lendenschurz oder die Schürze hier, alles so ein bisschen so gummimäßig, und die Tasche.
hätte ich mir gerne gewünscht, dass er noch ein Schwert hat. Wie gesagt, er hat ja die, hier diese Axt. Und wenn er noch hinten noch so ein richtig schönes Schwert hier so hat, hier, ne? So, so wie bei, na, wie heißt er? Jetzt komme ich nicht drauf. Spawn, genau. Diese Spawn-Figuren auch von McFarlane übrigens. Was für ein Zufall. Da wäre es natürlich noch geiler, ne, wenn er so ein Schwert hat. Aber was ich natürlich jetzt gerade noch zeigen wollte, ist diese Details hier mit diesen vier Totenschädeln hier. Ne, an der Seite hier, diese Totenschädel, die er hier hat hier. Das ist schon eine geile Figur. Die ist auch richtig, die ist schwer. Die ist schwer. Die ist gar nicht mal so leicht. Und das wird auf jeden Fall eine erfolgreiche Figur und ist jetzt seit einiger Zeit eine der besten McFarlane-Figuren überhaupt. Ne, hier die entsprechende, man sieht sogar hier vorne in dem Brust- bzw. Bauchbereich, man kann es vielleicht jetzt nicht wirklich sehen, sieht man, ich weiß nicht, sieht man das? Sieht man, also jetzt quasi hier unten, sieht man sogar die Ader. Ah, es ist eine herrliche Figur. Herrlich. Schön badass. Man braucht den Ständer gar nicht. Achso, was ich sagen wollte, genau. Die Gelenke hier, wie gesagt, sind natürlich halt ein kleiner Knackpunkt. Es gibt einige Figuren, zum Beispiel auch McFarlanes Fortnite-Figuren, die haben bei den Handgelenken ganz anderen Kunststoff, ganz anderes Material. Die sind relativ klein und auch weich. Es kann passieren, das ist mir zum Beispiel passiert bei einer Figur, dass diese Gelenke hier tatsächlich abbrechen. Die Hände, auch da gibt es Qualitätsunterschiede bei McFarlane. Die Hände gibt es, also jetzt zum Beispiel bei den einen Fortnite-Figuren, sind die Hände etwas weicher. Man kann die etwas aufbiegen, um dann das Schwert oder in diesem Fall die Axt dementsprechend halt ranzubringen. Und auch die Figur dann halt zu positionieren und zu posen. Und bei anderen Figuren sind die Hände so extrem starr und fest, dass es teilweise nicht möglich ist, dort eine Waffe anzubringen. Wie gesagt, das waren jetzt diese McFarlane-Fortnite-Figuren. Auch da gibt es Qualitätsunterschiede. Und bei dem Batman-Animated-Figur, da war mir das Bein ein bisschen zu lapprig. Und da habe ich echt wirklich lange gebraucht, um die Figur hinzustellen, zu posen und so weiter. Selbst mit diesem Ständer hier ist es mir teilweise nicht gelungen. Dann fiel sie nach hinten, sie fiel nach vorne und dann musste man echt extrem diese Figur ausbalancieren. Aber hier, zack, das Ding steht. Selbst wenn ich hier daran wackel am Tisch hier, bleibt die Figur stehen. So soll es sein. Und nicht anders. So, jetzt gucken wir mal, ob tatsächlich hier noch die Axt ranpasst. Wie gesagt, man kann diese Hände ein bisschen aufbiegen. Dann gucken wir mal, ob... Ja, wunderbar. Perfekt. Perfekt. So, jetzt gucken wir mal. Der größte Poser mit so einen Figuren, aber so, jetzt habe ich natürlich halt hier so meine Hilfelein. Ne? Jetzt stelle ich natürlich halt den Drehständer so ein bisschen hier rauf. Jetzt lassen wir ihn einmal kurz mal drehen. Na, ein bisschen. Ich muss kurz gucken wegen der Schärfe, nicht, dass es ein bisschen unscharf ist. Mich sollt ihr ja auch scharf sehen. Apropos scharf. Bier. So, wie gesagt, Doom, das ist der Maurauder, ach, wie auch immer das ausgesprochen wird. Herrlich. Und dann mit dieser roten Axt und dann mit diesen, also die Farben sind natürlich halt schlicht und einfach, so wenig Farben wie möglich, also mehr grün. Mir grünlich angehaucht, aber es ist echt eine geile Figur. Also wie gesagt, Marc, wenn du die Figur noch nicht hast, hol sie dir auf jeden
jeden Fall. Die kann man echt wirklich zu deinen Legions. Ach, ich weiß immer noch nicht ganz genau, wie das ausgesprochen wird. Mythic Legions, glaube ich, heißen die. Oder Mystic? Ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Aber die kann man echt wirklich dazustellen. Das ist zwar eine Doom-Figur, aber vom Style her passt sie super da rein. Und ich glaube, der Maßstab ist auch derselbe, ne? Sind die auch 6 oder 7 Inch? Ich glaube, McFarlane, das ist das Schöne bei McFarlane. Ich persönlich finde 6 Inch oder 7 Inch Figuren perfekt. Viel größer darf sie nicht sein. Hat ja auch was mit Platz zu tun. Also wenn man wie heißen die anderen? 12 Inch, glaube ich, das wären so 25, 30 Zentimeter. Kopf nur ein bisschen nach oben machen, damit er dann halt ein bisschen mehr den Überblick hat. Es ist eine geile Figur. Das ist echt wirklich eine geile Figur. Ich kann ja, wie gesagt, gleich noch mal ein paar Detailaufnahmen machen. Mal gucken, wie ich es hinkriege. Oder reicht das schon? Ich bin immer fasziniert von dieser Figur. Also ich schwärme richtig. Und ich habe es echt nicht bereut, diese Figur zu kaufen. Ich bin echt begeistert. Geiles Ding. Vielleicht baue ich mir so eine Dämonen, Höllen, Badass Figurensammlung auf. Also auf jeden Fall werde ich weitere McFarlane-Figuren sammeln. Und ich hoffe ja noch, dass auch ein paar neue Fortnite-Figuren noch rauskommen. Es sind zwar einige Sachen angekündigt, aber wo sind die? Wo bleiben die? Ja, es ist geil. Es gibt bei Doom gibt's noch zwei andere Figuren. So einen Soldatentypen. Frag mich jetzt echt nicht, wie die heißen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall einen orangen und einen grünen. Die sehen komplett gleich aus. Ich glaube, der einzige Unterschied ist die Farbe halt, ne? Und da haben die verschiedene Waffen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich kenne mich mit Doom überhaupt nicht aus, ne? Da bitte ich das zu vernachlässigen und zu entschuldigen natürlich. Aber es geht ja um die Figur, es geht ja um das Design. Ne? Um mehr geht es ja gar nicht. Ja, wie gesagt, das war es erstmal von mir mit einem neuen Video zu der Marauder Doom-Figur. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr die Figur findet. Habt ihr sie auch und was haltet ihr davon? Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch diesen Kanal und lasst einen Daumen hoch da oder Daumen runter. Mir auch wurscht. Beziehungsweise einfach kommentieren, liken und abonnieren. Das war's. In diesem Sinne, Prost. Prost, Keule.